Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Glossybox, sehr prall gefüllt, man merkt es, Glossybox Girls eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox Girls war mal irgendwann die Glossybox Young Beauty, aber dann hat es sich anders entwickelt und jetzt erscheint sie nicht mehr so häufig, aber hat dafür mehr Produkte drin. Sie kostet für Abonnenten 18 Euro und für Nicht-Abonnenten 23 Euro und ja, enthält 12 Beauty-Produkte tatsächlich. Wir haben auch beim letzten Mal, was das erste Mal war, wo die Glossybox Girls Edition rauskam, gemerkt, dass da ziemlich cool was rumkommen kann. Also es ist nicht mehr dieser Reste von den Glossyboxen, den die noch hatten, sondern es ist halt tatsächlich guter Inhalt. Und ich vermute, dass dieses Mal auch wieder ein geiler Inhalt drin sein wird, denn der Wert soll irgendwie 115 Euro betragen. Mega krass. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das meine Kooperationsbox ist oder ob das die ist, die ich mir selber bestellt habe. Sollte ich noch eine weitere bekommen, werde ich die auf Instagram verlosen und ja, folgt mir da sehr gerne. Da heiße ich AIDYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Jetzt schauen wir aber erstmal in diese Box rein und lassen uns ein bisschen verzaubern, was uns da kredenzt wird. Mir gefällt schon mal richtig gut, dass es hier so gelb ist, dass wir hier oben Türkis haben. Ich trage in letzter Zeit super häufig so einen gelb-grünen Look und unten drunter so Türkis. Mag ich gerne. Heute habe ich mich mal ein bisschen rauchig-grün geschminkt, weil ich das neue Essence-Sortiment so ein bisschen mit euch zusammen ausprobiert habe. Video kommt noch online. Und ja, ne? Gefällt mir schon mal. Froschemals hat sie auch. Ja, hier haben wir den Deckel entfernt. Vom Format her ist es genauso wie eine reguläre Glossybox. Ne? Also das ist halt genau die gleiche Größe. Sammy schüttelt sich schon. Und hier haben wir jetzt zuallererst mal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das ist jetzt auch ein bisschen mehr gestaltet, als es das damals war, als es noch die Glossybox Young war, weil da war es halt wirklich nur eine Seite und auf der anderen Seite standen die Produkte. Hier haben wir halt sogar ein Motto, Endless Summer Edition, das finde ich cool und wow, ich sehe schon das erste Produkt. Hier haben wir sogar eine kleine Beschreibung, wo die Boxenpacker uns sagen, was sie sich beim Boxenpacken gedacht haben. Übrigens, regulär könnt ihr natürlich auch die Glossybox, die Mutter, sage ich mal, der Glossybox Girls abonnieren. Da könnt ihr super gerne einen von meinen beiden Codes verwenden. Das eine ist ein Freunde-Werben-Freunde-Code und das andere ist der Influencer-Code, den ich halt habe, weil ich mit Glossybox auch eine Kooperation habe. Und je nachdem, wie du gerade sparen möchtest, kannst du dir einen davon aussuchen. Mit einem sparst du 20%, mit einem sparst du 5 Euro und mit dem Freunde-Werben-Freunde-Code sammle ich Glossy Points und mit dem Influencer-Code sieht Glossybox einfach nur, dass irgendwer über meinen Code bestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Genau. Viel Spaß beim Shoppen. Okay, jetzt gucken wir aber erstmal, was die Boxenpacker sich gedacht haben, okay? Es ist 10 vor 11 am Wochenende abends, ne? Also nehmt es mir bitte nicht übel. Ja, dieser Moment, wenn dich deine Besties laut lachen zum See entführen, ihr die Füße ins Wasser steckt und das Leben einfach schön ist. Halt ihn fest. Gestern war ich noch mit meinen Besties zusammen, mit meinen Zuckerpuppen oder mit einem Teil von meinen Ladies essen. Ja. Asiatisch essen. Es war so geil. Nachher war mir schlecht, weil ich so viel gegessen habe. Aber es war schön. Atme die letzten warmen Sonnenstrahlen ein, betrink dich mit Bubble Tea, bis der Bauch fast platzt und gröle deine Lieblingssongs. Dieser Spätsommer ist einzigartig und wunderbar. Genau wie du. Oh, guck mal, wie herzlich, ne? Um deine Beauty-Routine kümmert sich in der Zwischenzeit deine Glossybox Girls. Wirf direkt einen Blick hinein und entdecke unentbehrliche Hautpflegeprodukte und Tools sowie coole Kosmetik-Highlights, die nicht nur im Sommer Fun bringen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox Girls-Team. Ja, sehr cool. 9. Freu dich auf 9 Produkte in deiner Box. Hä, ich dachte, das sind 12. Jetzt bin ich aber verwirrt. Wir gucken einfach mal rein. Ist da schon ein Teaser für nächstes Mal mit drin? Nee, hier sind wirklich nur die Produkte aufgeführt. Also, ich zeige euch zuallererst das, was da halt auch mit im Karton drin war, ne? Denn wir haben so einen riesengroßen Karton bekommen und da war halt echt so eine geile Tasche mit dabei. Also damit kannst du halt, ne, das ist halt so eine richtige Plastiktasche, wie auch immer, die halt, wenn du richtig schwitzt, auf der Haut so zieht. Aber ich finde die voll toll. Also für mich ist es wirklich eine geile Tasche. Wenn du jedem zeigen willst, was du gerade eingekauft hast, ist die perfekt.
Die ist aber richtig schön groß und ich kann mir die echt toll vorstellen, wenn ich das nächste Mal irgendwo in der Stadt einkaufe oder sonst irgendwas. Du findest ja alles in dieser Tasche wieder, ne? Finde ich traumhaft. Und die ist von Loki, glaube ich, oder doch, Loki ist, glaube ich, die Marke, ne? Ich finde die klasse. I carry 15 Kilogramm. Wow. Make me happy. Use me daily. Auch gut. Alles klar. Ja, die kann auf jeden Fall verwendet werden, weil ich die gut finde. Ne? Ich weiß nicht, ob mein Freund jetzt mit so einer pinken Tasche durch die Gegend laufen würde. Ich glaube eher weniger. Aber ich werde sie verwenden. So, dann gucken wir hier mal rein. Dann haben wir hier Eborian eine Information, glaube ich. This is your skin. Be proud of it. Eborian ist eine Skincare-Marke mit koreanischem Ursprung. Inspiriert von der koreanischen Heilkunde vereinen wir Inhaltsstoffe und Heilkräuter der traditionellen koreanischen Medizin mit modernsten Hightech-Rezepturen aus unserem Labor in Seoul. Richtig cool. Ich habe auch Produkte von Eborian schon verwendet und finde die klasse. Hier hinten ist jetzt die CC Water à la Centella abgebildet in der Farbe Clear. Du bist genauso begeistert von der CC Water wie wir. Wenn wir mal gucken, vielleicht ist die ja drin, ne? Erhalte 15% Rabatt auf alle Finish-Produkte in unserem Online-Shop auf www.eborian.de. Dein Code Glossy15. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht ist der mit drin, ne? Müssen wir mal schauen. 26.09. läuft der schon ab. Okay, da muss man sich aber schnell durchtesten. Wie auch bei der regulären Glossy. Ich rede ein bisschen schnell. Atmen. Wie auch bei der regulären Glossy Box haben wir hier ein Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifchen verschlossen wird. Machen wir mal auf. Und den Klebi machen wir jetzt auch mal auf. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, denn ich sehe schon, dass die Hälfte hier rausfallen möchte, weil das so prall gefüllt ist. Hardcore. Geil, es fängt schon mal an mit einem Rasierer. Den gucken wir uns mal in Ruhe an. Und hier haben wir natürlich den ersten Blick in die Box. Und die ist echt gut gefüllt. Ne? Ich sehe nur halt ein paar Proben. Da müssen wir mal gucken, wie sich das dann darstellt. Aber das ist der Wilkinson Sword Intuition Sensitive Touch. Ich glaube, den habe ich jetzt schon öfters mal in der Werbung gesehen. Der hat 3 Klingen. Finde ich persönlich ein bisschen zu wenig. Ich mag eigentlich keine 3 Klingenrasierer, sondern nur die mit 5 Klingen. Das heißt, der wird wahrscheinlich weiter wandern. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Hier haben wir dann, also du kannst da, glaube ich, auch 5 Klingen dran machen, wenn ich das hier unten richtig sehe. Ne? Das steht da ja auch, dass man da mit diesem 5 Klingen-Vieh das weitermachen kann. Ja, das wäre natürlich geil, ne? Weil 3 Klingen, wie oft willst du denn da über deine Haut rübergehen? Weiß ich nicht, habe ich unnormale Haare? Ich persönlich finde es halt angenehmer, wenn man 5 Klingenrasierer verwendet. Aber, ne? Besser haben als brauchen. Ist ganz schön, dass er mit dabei ist. Verwende am liebsten 5 Klingen Männerrasierer. Das ist halt natürlich dann ein bisschen schwierig für die Glossy Box Girls, weil die werden das safe nicht reinpacken, aber hey. Dann habe ich hier eine Probe drin. Bruno Banani, Not for Everybody, Woman, Eau de Toilette, 0,7 Milliliter. Ja, das ist zu vernachlässigen. Das würde ich jetzt auch nicht irgendwie mit in den Wert mit einberechnen. Finde ich aber schön, dass es mit dabei ist, um es mal auszuprobieren. Ist ja nicht verkehrt. Mahina Club. Ach, guck mal, das ist von Purelay. Hier ist auch Purelay. Oh, was da drin? Das ist ja spektakulär. Guck mal, hier ist richtig so ein, das Logo mit dabei. Und hier hinten auch drauf, ne? Unbox Butterfly Nicole, die ist ja auch im Mahina Club und bekommt dann auch immer die Produkte im Abo. Aber hier ist gar kein Schmuck drin. Das ist schade. Ich hätte es cool gefunden. Kennst du schon unseren Mahina Club? Ja, von Unbox Butterfly Nicole. 15% Rabatt. Mit Glossy X Mahina 15. Gültig bis 31.08. Ist ja nicht so lange gültig, ne? Ja gut. Und hat ein Täschchen mit dabei. Nörgel, nörgel, nörgel. Okay, ich habe auch noch nicht wirklich ein richtiges Produkt in der Hand gehalten. Ich muss jetzt hier irgendwas anpacken, was ich geil finde. Okay. Ungünstig formuliert, es tut mir leid. Okay, hier habe ich Jekka Black Glow Drops Highlighting Primer for Face. Vegan Friendly, Cruelty Free, Rose Pearl ist die Farbe. 20 Milliliter sind hier enthalten. Das gucken wir uns mal an. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Das müssen wir uns wirklich einmal anschauen. Nee, nicht in der Farbe. Ich hatte den, glaube ich, in so einem dunkleren Ton auf jeden Fall. Okay, das kannst du wahrscheinlich mit in deine Foundation reinmischen, um das Ganze mehr glowy zu machen. Oder halt in den Primer oder als Primer-Ersatz. Highlighting Primer. Ja, 20 Milliliter sind hier enthalten. Kommt auf jeden Fall in meine Full-Face Beauty-Box mit rein für August. Da kommt auf jeden Fall dieses Produkt nicht drumrum. Da wird es auf jeden Fall getestet. Manchmal
versinke ich in diese Wiederholung, ne? Das ist ja Wahnsinn, okay. Rose Pearl. Hä? Produkt? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den Full Face aufgeben werde, weil das sieht mir eher aus wie so ein Highlighter, Liquid Highlighter, ne? Obwohl, nee, der macht einen Pearly Schein. Das ist aber schön. Das ist echt schön. Das mag ich. Mhm. Riecht soweit nach nichts. Finde ich cool. Also, ne, auch dass es vegan ist und cruelty free, macht das Produkt natürlich noch ein bisschen charmanter. Das gefällt mir schon wieder. Daumen nach oben. Jetzt gehen wir zum nächsten Produkt und da habe ich hier, Gott sei Dank, geil, das kommt auch mit in meinen Full Face Beauty Boxen. Und dann habe ich ja auch eine Foundation quasi, weil das ist die Borean CC Water à la Centella in der Farbe Claire. So geil. 5 ml sind hier drin enthalten und das kann man auf jeden Fall ausprobieren, ne? Finde ich geil. Ich hatte schon mal diese BB Cream und die fand ich schon so geil. Die hat mir so gut gefallen. Wow. Leute, das muss ich euch zeigen. Das sieht so witzig aus, weil die einfach durchsichtig ist. Und dann hat die so Pünktchen damit drin. Seht ihr das? Ne? Und das sind dann wahrscheinlich die Farbpigmente, die aufplatzen. Das ist ja geil. Ja. Das wird jetzt bunt. Also nicht bunt, aber das wird jetzt, ne? Nimmt jetzt eine Farbe an. Wie geil. Das kannte ich noch gar nicht. Oh, geil. Und das ist so schön pflegend. Und das tut meiner Haut gut. Hat einen Hint of Tint. Bin ich echt gespannt, wie deckend das dann sein wird. Sieht man jetzt nicht wirklich hier, ne? Da ist es drauf. Da ist der Highlighter übrigens noch. Der, wow, Priming Highlighter. Und die beiden Produkte zusammen ist, glaube ich, echt geil. Mann, das ist ja klasse. Jo, Full Face Beauty Boxen. Guten Tag. Das hier ist auch ein Produkt, was ich in meinem Full Face Beauty Box mit aufnehmen werde. Herzlich willkommen von MCO Beauty Cheek and Lip Tint Blendable Quick Drying Natural Finish of Color for Face and Lips. Flamingo Pink ist die Farbe. Da habe ich jetzt auch schon mal einen Blush, ne? Ja, und ein Lippenprodukt in einem. Coolio. Ja, und wir sind noch lange nicht fertig und ich sehe hier noch etwas drin, was echt groß ist und was auch noch mit in das Full Face Beauty Box mit reinkommt. Also, doch. So schwierig, wie es angefangen hat oder ja, zu Anfang war, desto besser wird es jetzt gerade, ne? Das ist auch so ein kleineres Typchen, aber ohne Witz, davon brauchst du ja nicht viel, ne? Von so einem Liquid Highlighter brauchst du nicht viel. Wie viel ist da drin? 5 ml auch, ja. Das reicht dir ewig und drei Tage. Auch das ist noch verschlossen, auch das kommt mit ins Full Face Beauty Box natürlich mit rein. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Plastikding irgendwie mit rausgeholt. Oh, oh. Jetzt kommt es mir gerade ein bisschen entgegengeschossen hier. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Jetzt habe ich natürlich hier viel zu viel. Das mache ich mir aber kurz hier mal auf den Handrücken ab, weil die Tube echt unter Druck steht, ne? Kann man nicht anders sagen. Oh je, jetzt saue ich hier gerade hart rum. Ja, auf. Es hört nicht auf, rauszukommen. Jetzt mache ich einfach den Deckel wieder drauf. Ja, es sieht aus, als hätte ich gerade den Hardcore-Kampf des Universums gefochten. Ich mache jetzt hier mal so ein kleines bisschen drauf. Schön. Das ist schön. Das ist ein schöner Blush. Kann ich mir also wie, sowohl als Blush auch als Hint of Tint auf den Lippenhut vorstellen, ne? Da muss man nur aufpassen, dass man das Zeug ordentlich dosiert bekommt und nicht hier wie so eine Dusseltante wie ich hier so. So. Ne, finde ich gut. Full-Face Beauty Boxen, ne? Das ist hiermit auf jeden Fall sehr, sehr safe. Da kann ich ja fast schon 2 oder 3 Full-Face of Beauty Boxen machen. Weil das wird dann irgendwann den Rahmen sprengen. Aber das finde ich ganz cool. Das gefällt mir. So, dann haben wir etwas, was ich auch in mein Full-Face Beauty Box mit aufnehmen werde. Das Produkt habe ich aber schon. Und zwar von So Echo, den Complexion Sponge. Der ist so gut. Der ist wirklich toll. Der ist weich. Der ist... Oh. Ich mag den. Den hatten wir mal in der Look Fantastic Beauty Box. Das ist ja die große Schwester von der Glossy Box Girls und der Glossy Box an sich. Da ist alles noch zu. Den will ich aber weitergeben, weil ich habe den ja tatsächlich schon da. Zeige ich euch dann auch nochmal in den Full Face Beauty Boxen. Ein richtig schöner, weicher, angenehmer Schwamm. Meiner, den ich da habe, der ist aktuell in der Wäsche, weil ich den gestern verwendet habe. Weiß ich nämlich noch. Ich finde den total super. Ne? Also kann ich euch mega empfehlen. Und der ist gar nicht mal so teuer. Richtig cool. Mensch, ey.
Was haben wir hier jetzt noch drin? Skin and Co. Roma. Citrus Amaro Hand Cream. Okay, ist nie weg. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das ist halt einfach eine Handcreme, ne? Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Sowas stelle ich mir gerne ans Bett. Da habe ich aktuell noch eine stehen, die mir auch nicht so gut gefällt. Aber die verwende ich jetzt einfach und brauche die auf. Aber das finde ich schön, doch. Wobei Citrus muss ich mal gucken, ne? Werde ich erstmal ausprobieren. Ich mag ja, wie gesagt, nicht so gerne, wie gesagt, vor allem, habe ich gar nicht in diesem Video gesagt, ich mag nicht so gerne zitrische Düfte. Ist nicht so ganz meine Welt. Aber wir müssen mal schauen. Dann habe ich hier noch eine Duftprobe mit dabei, und zwar Ice Touch Woman Eau de Toilette von Max. 0,7 Milliliter. Ja, ist halt so ein Gimmick, ne? Ich persönlich finde es cool, wenn wir das einfach so als Goodie mit dabei haben. Beschwere ich mich nicht drüber. Dankeschön, behalte ich. Dann habe ich hier noch etwas mit drin. Mercy Handy Clean Deodorant Hello Sunshine. Ich mag Stick Deos. Finde ich klasse. Das werde ich auch auf jeden Fall verwenden. Das verwende ich am liebsten tatsächlich abends dann auch. Und ich dachte erst, als ich das so gesehen habe, ist das so ein Milk Stick oder sowas ähnliches wie Milk, ne? Das ist quasi wie so ein Pore Minimizer Stick, das hast. Nö, ja, so für hier. Nee, aber finde ich cool. Und ich weiß gar nicht, Hello Sunshine, welche Duftrichtung das dann ist. The Sweet Scent of Holidays. Ja gut, das riecht nach Urlaub. Tropisch. Tatsächlich. Ja, wie nennt man das? Da gibt es doch auch von Yves Rocher diese Monoir of Tahiti. So riecht das. Riecht ganz angenehm. Doch, doch. Das, so kann ich mir das vorstellen, dass ich abends unter meinen Achseln dufte. Jo. Mega. Okay, dann habe ich hier ein Produkt drin. Das hatten wir jetzt auch schon mal in der Glossybox und so mit dabei. Von Mine Tan Body. Das ist so ein Aloe-Gedönsen. 50 Milliliter, das nimmst du, nachdem du dein Sonnenbad gemacht hast. Und wenn du zum Beispiel Sonnenbrand hattest oder wenn du halt einfach sonnenstrapazierte Haut hast, das sind auch hier Aloe Vera ist dabei, Niacinamide sind mit dabei, soll alles beruhigen und so weiter. Das ist total gut, das Zeug. Und deswegen finde ich es cool, dass es mit drin ist. Schade nur, dass der Sommer jetzt leider vorbei ist, aber das kann man sich dann für nächstes Jahr zur Seite legen. Ist ja nicht schlimm, ne? Aber finde ich ganz nice. Doch, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Für jetzt so generell Körperpflege würde ich es eher weniger verwenden, weil dafür ist es mir persönlich, weil ich habe ja eins schon in Anwendung, es ist einfach zu klebrig. So, zwei Produkte haben wir hier noch mit drin. Das ist einmal hier von Love Me Green, ein Riesending. Certified Organic Tropical Shower Gel. Ja, das ist einfach ein Duschgel, ne? Das finde ich ja cool. Ein tropisches Duschgel, reich an natürlichem Aloe Vera. Und ja, das ist toll. Aloe Vera stärkt die natürliche Abwehrkraft der Haut und spendet Feuchtigkeit. Das Orangenblütenwasser regeneriert die Haut und macht sie geschmeidig. Okay, ich mag das ja, wenn Duschgel nicht nur sauber macht, sondern auch so ein bisschen eine kleine Pflege mitgibt, ne? Weil ich ja so trockene und sensible Haut habe, nicht nur im Gesicht, sondern halt auch im ganzen Körper. Und wenn so ein Duschgel das gibt, was man ja jeden Tag verwendet, warum nicht? Oh, das mag ich. Weil das nicht so intensiv nach Orange riecht, wisst ihr, was ich meine? Wenn das jetzt nur nach Orange riechen würde, würde ich sagen, nee, mag ich nicht. Ja, das hat noch sowas, so reife Orange, nicht dieses säuerliche Orange. So riecht das und das mag ich. Das finde ich cool. Ne? Mag ich. Und Love Me Green ist ja auch so eine, wie der Name schon sagt, so eine verrückte Marke, die, ich glaube auch hier vegan, tierversuchsfrei und so weiter sind. Hier 97% der kompletten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs so. Und Cosmos Organic Certified und so ein Kram, das ist schon cool. Das mag ich. Ne? Ja. So, ein Produkt haben wir noch und das ist das Knallerprodukt und auch das Highlightprodukt in der Box. Jedenfalls habe ich das eben gesehen auf der ersten Produktseite schon in dem Pamphlet. Und das ist von Kinder Beauty Kind Bronze Bronzer. Und ja, hat der eine Farbe? Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall das Packaging. Es ist nicht wunderschön, es ist cruelty-free und vegan, steht hier hinten drauf. Full-Face-Beauty-Boxen ist wirklich shaking. Ich sag euch das, Leute. Das ist so geil. Ja, von der Prägung her erinnert mich das so ein bisschen an den Butter-Bronzer. Dann hat es noch dieses Mintige, was mich so ein bisschen an Trended Up erinnert. Irgendwie ziemlich fancy. Okay, dann mache ich das mal auf. Gibt es unterschiedliche? Ich habe Blissful Bronze. Ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Farben gibt. Und hier sind 4 Gramm drin enthalten. Und der sieht echt aus wie der Butterbronzer. Komm, dann könnt ihr mir nichts erzählen. Oh. Wahnsinn. Ist aber bestimmt teurer als der Butterbronzer. Erfahrungsgemäß. Riecht auch nicht nach Kokos oder so. Fühlt sich aber schön auf der Hand an. Und der sieht auch nicht so rötlich aus, sondern halt wirklich schön, ne?
bin ja echt so, was sowas angeht, immer nicht einfach zufriedenzustellen. Das ist eine schöne Farbe. Kannst du nichts zu sagen. Das muss auf dem Gesicht getestet werden, aber der sieht gut aus. Das finde ich wirklich cool. Doch, der gefällt mir. Wirklich. Also jetzt so beim Swatchen, ne? Muss gucken, wie der mir gefällt, wenn ich den auf dem Gesicht auftrage. Aber hey Leute, was wir hier in dekorativer Kosmetik rausgehauen bekommen haben, Blush, Bronzer, das ist ein Highlighter? Highlighter, ja, quasi. Schwämmchen, Foundation, Parfum, läuft. Wer sich da beschwert, ist selber schuld. Und das haben wir ja tatsächlich für 18 bzw. 23 Euro bekommen, ne? Das ist schon einen geilen Wert für. Doch, ich finde es cool. Ich gucke mal schnell im Heftchen, ob da irgendwas alternativ gewesen wäre. Man hätte entweder die pinke Tasche haben können oder eine durchsichtige Tasche. Ich habe die pinke. Und das war's. Ansonsten ist es nicht so wie bei der Glossy Box an sich, dass du hier super viele Alternativen hast. Mega. Also mir hat die Box richtig, richtig gut gefallen. Vielen, vielen Dank, liebes Glossy Box Team, dass ihr diese Box so geil gepackt habt. Kann ich nicht anders sagen. Ihr Lieben, das war's hier von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!